Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Social Live heute. Wir sprechen heute über 5 Jahre Fridays for Future. Gucken ein bisschen zurück und auch nach vorne und fragen, was ist eigentlich politisch, hat die Bewegung erreicht und ist womöglich die Zeiten von Fridays for Future auch vorbei, weil jetzt statt gestreikt ja geklebt wird. Ich freue mich sehr heute, dass das Gesicht der deutschen Klimabewegung hier bei mir ist, Luisa Neubauer. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, 5 Jahre ist es her, dass Greta Thunberg zum ersten Mal, anstatt in die Schule zu gehen, gestreikt hat. Das war in Stockholm. Können Sie sich noch daran erinnern, an das erste Mal, als Sie davon gehört haben? Ja, das war skurril. Das war diese Zeit. Ich glaube, viele Menschen erinnern es. Da wurde im Hambacher Wald ganz viel protestiert. Es gab so einen riesengroßen Feuersommer in Europa. Damals gab es auch diese ganzen Brände. Und gleichzeitig fing man so ganz zaghaft an, darüber nachzudenken, ob Deutschland aus der Kohle aussteigen könnte. Und dann gab es diese ersten Schlagzeilen von diesem Mädchen aus Schweden. Und ich glaube, rückblickend denken viele so, und dann ging es los. Das stimmt eigentlich nicht so. Das hat eigentlich noch Monate gedauert, bis dann weltweit etwas entstanden ist, von dem man sagen könnte, es sei eine Bewegung. Sie waren aber ja relativ frühzeitig wirklich mit dabei. Hat Sie das damals auch ein Stück weit übermannt, wie groß die Bewegung geworden ist, wie schnell die gewachsen ist? Und Sie selber sind ja auch relativ früh in die Kritik gekommen. Da ging es dann um Langstrecken, Luisa, weil Sie eben auch auf Ihrem Instagram-Account, glaube ich, war es auch Fotos gezeigt haben, wo Sie geflogen sind. Hat Sie das auch überrascht, in welcher Form Sie auch relativ schnell da zu so einer, sage ich mal, moralischen Institution geworden sind? Also ich glaube, für uns als Fridays for Future war es komplett, es war spektakulär für uns mitzuerleben, wie wir ein Momentum kreieren, das so schnell wächst, dass wir kaum hinterherkommen. Und wir haben gemerkt, ganz offensichtlich braucht es ganz, ganz dringend eine Instanz, die sagt, wir machen das jetzt einfach. Wir gehen jetzt auf die Straße, wir ziehen die Register und wir gucken da nicht mehr zu, wie einfach weiter rumgeredet wird. Dass dann dieser Effekt kam, dass man sofort auf uns geguckt hat und hey je, und habt ihr irgendwann schon mal eine Plastikflasche angeguckt, das fanden wir verwirrend, weil wir dachten, Moment, es geht doch irgendwie um die großen Fragen. Braucht ein Kohleausstieg? Was spielt da die Plastikflasche diese große Rolle? Aber in gewisser Weise war es natürlich auch ein ganz logischer Effekt, die frenetische Suche nach Ausreden, nach den Fehlern, die in uns liegen und nicht in einem fossilen System und so. Und vor allem, glaube ich, überwog bei uns die Feststellung, wir können es machen. Wir müssen uns nicht aufhalten lassen und vor allem können wir einfach Menschen begeistern und gewinnen. Und viele Menschen da draußen wollten einfach richtig mitmachen und laut werden. Und der Fokus war ja auch relativ schnell schon sehr auch auf Sie gerichtet. Ja. Hat Sie das persönlich auch zum Teil auch übermannt, überfordert? Das ist für eine Bewegung erstmal gar nicht so leicht, damit umzugehen, dass auf einmal so ein Pressefokus sich auf Einzelpersonen richtet. Das muss man als Bewegung, glaube ich, muss man eine sehr große Gelassenheit entwickeln, weil das gemeinsam, das ist alles ein kollektives Projekt und ich würde hier nicht sitzen nach 5 Jahren, wenn es nicht all die anderen Menschen gäbe, die wichtige Arbeit machen, die genauso wichtig ist wie meine Arbeit. Und da muss man, glaube ich, erstmal einen guten Modus finden untereinander. Und dann war es natürlich eine skurrile Erfahrung für mich durchaus, auch weil die Öffentlichkeit natürlich ganz schön mit so einer Bedrohungslage einherkommt und mit Hass und mit Misogynie und mit Vorwürfen, von denen ich das Gefühl hatte, die kamen sehr schnell und sehr heftig. Und ich war auch einfach sehr jung und das erste Mal haben wir sowas gemacht. Das war schon, ja, war schon viel. Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie waren sehr jung und das war das erste Mal. Gleichzeitig, ich habe ja auch noch mit ein paar Kollegen im Hauptstadtstudio gesprochen. Ich war zu der Zeit selber noch nicht hier. Mhm. Die waren sehr überrascht, mit welcher Professionalität Sie das relativ früh von Anfang angegangen sind. Gab es da auch sowas wie Schützenhilfe? Also auch was die Pressearbeit angeht, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht? Mhm. Wie haben Sie sich da schnell organisiert? Naja, wir haben uns natürlich als Bewegung probiert, irgendwie vernünftig da anzustellen und die Sachen gut zu machen. Und gleichzeitig, und das war vielleicht auch ein großes Glück für uns als Bewegung, es gab bis heute noch nie so etwas wie Fridays for Future. Und auch meine persönliche Rolle und die von anderen Sprecherinnen gab es hier einfach nicht. Das heißt, wir konnten auch ein bisschen definieren, wie sieht diese Rolle aus? Wie sprechen wir im Fernsehen? Wie diskutieren wir mit der Politik? Und wir mussten nicht in ein gefestigtes Rollenbild reinrutschen, das genau so machen, wie andere es gemacht haben, sondern wir konnten selbst sagen, so tun wir das. Und wir so widersprechen, wenn uns wieder mal von irgendeinem Wirtschaftsminister Quatsch erzählt wird.
Sie haben es gerade angesprochen, wir diskutieren mit der Politik und Sie haben auch den Wirtschaftsminister angesprochen, aber vielleicht auch den ehemaligen Wirtschaftsminister. Ja, das ist ja legendär, die Szene mit Altmaier, als es war, glaube ich, ging es um Kohleausstieg, wo er mit Ihnen diskutieren wollte oder ist hingegangen während des Protests, das war nicht der hier, aber und dann sich sinngemäß, glaube ich, umgedreht hat und zu seinem Pressesprecher oder Berater gesagt hat, es wäre eine Scheißidee, hierher zu kommen. Wie hat sich der Diskurs auch mit den Politikern in Ihrer Wahrnehmung verändert, das Gespräch mit der Politik? Also um auf diese Szene einzugehen, mein Gefühl ist, als Fridays for Future-Bewegung haben wir eine sehr befremdliche Erfahrung gemacht, nämlich dass unser Impuls zu sagen, haltet euch ans Pariser Klimaabkommen, haltet eure Versprechen ein, mit so viel Ablehnung und teilweise mit Häme begegnet wurde, was ich sagen, von demokratischen Institutionen her überhaupt nicht erwartet hätte. Wir haben hier von Anfang an, das machen wir bis heute, uns auf demokratische Verpflichtungen, auf demokratische Einigungen bezogen und waren so sehr davon ausgegangen, dass es vor allem so eine Erinnerung braucht, wie so einen kleinen Wecker, der nochmal klingelt, der sagt, Leute, ihr habt da was vergessen mit dem Klima, macht doch bitte mal. Und stattdessen kam wirklich von weiten Teilen des GroKo-Kabinetts eine Gegenwehr, da wurden wir von Christian Lindner beleidigt, der meinte, wir würden überhaupt nicht verstehen, wovon wir sprechen auf Twitter damals. Und das war, ich weiß nicht, ob das der Politik damals bewusst war, aber das war erschreckend für uns innerhalb von einem demokratischen Diskurs, mit so viel Herablassung konfrontiert zu sein. Und damals, als wir Peter Altmaier gebeten haben, nicht auf unserer Demo zu sprechen, von dem wir ihm mehrmals gesagt hatten, dass das kein Ort ist, wo Politiker sprechen, sondern wo die Zivilgesellschaft sprechen soll, das war kein einfacher Moment, weil wir haben Respekt vor Ministern, wir schicken die ja nicht leichtfertig weg. Aber es kam uns völlig absurd vor, dass wir mehrmals sagen... Aber war es nicht okay, auch, dass ein Politiker sagt, ich möchte jetzt auch mit den... Er kann mit den Menschen sprechen, aber er wollte hier auf die Bühne kommen. Und wir machen das Programm. Und wir haben damals gesagt, das war unser erster großer Klimastreik. Hier müssen die jungen Leute sprechen. Hier sollen wir endlich mal gehört werden, nachdem so lange über die Köpfe der jungen Menschen hinweg gesprochen wurde. Wir waren davor im Ministerium, haben mit ihm gesprochen. Und jetzt da sich das zu eigen machen zu wollen, das war so ein überheblicher, unangemessener Gestus, das haben wir nicht verstanden. Sie haben gerade schon Christian Lindner angesprochen. Jens Spahn hat sich damals, meine ich, auch geäußert in einem öffentlichen Brief, war es, glaube ich, in der Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Zeit war. Er war ja damals auch Teil des Kabinetts. Mhm. Wir haben jetzt im Vorhinein mit ihm gesprochen, auch anlässlich 5 Jahre Fridays for Future, hat mein Kollege gemacht. Er kann leider heute Morgen nicht hier sein, hat einen Termin, sonst hätte er gerne auch die Kritik selber vorgetragen. Ich sag mal, wie er das gesehen hat. Also er sagt, die große Mehrheit ist das nicht, die Klimabewegung. Und wir dürfen das nicht zum Maßstab machen. Und Aktivismus generell nicht für repräsentative Politik darf kein Haupt, ich zitiere, Treibfeder sein. Dann geht das ganz schnell schief. Was entgegnen Sie da? Ich würde sagen, bei aller Liebe, aber das stimmt einfach nicht, weil die große Mehrheit in Deutschland steht dafür ein, dass Klimaziele eingehalten werden und fordert, dass die Regierung mehr macht. Das zeigen die aktuellsten Fragen. Das sind regierungseigene Umfragen, die zeigen, aber aktivistisch aktiv sind nicht die Mehrheit. Das sagt ja auch niemand. Das sagen auch wir nicht. Aber wir vertreten... Sie sind die Minderheit. Nein, wir sozusagen, wir sind eine Minderheit, die aber für Regierungsversprechen kämpft, die globale Abkommen, die Umsetzung globaler Abkommen einfordert, die Jens Spahn selbst mit seinem Kabinett umgesetzt hat. Das heißt, dass Jens Spahn jetzt probiert, so zu tun, als würden wir eine Minderheitenmeinung vertreten, die irgendwie so ein Partikularinteresse sei, was für ihn nicht relevant sei, das ist vollumfänglich unehrlich. Es war das GroKo-Kabinett, das einstimmig im Bundestag dafür, oder die GroKo-Regierung, die einstimmig im Bundestag das Pariser Klimaabkommen bejaht hat. Dass wir jetzt überhaupt dastehen müssen zu sagen, haltet euch bitte an dieses Abkommen, das ist ja schon mal eine komplette Absage der Regierung selbst, auch Mitgliedern wie Jens Spahn. Und was wir sehen ist, dass wir tatsächlich, Stand heute, auch eine Mehrheit der Deutschen vertreten. Gut, aber es ist eben, gibt ja auch Umfragen, die relativ deutlich auch zeigen, dass auch Ihre junge Generation auf viele Sachen nicht verzichten möchte. Wie zum Beispiel Fliegen, wie zum Beispiel Auto fahren, wie zum Beispiel Fleisch essen. Die gibt es ja auch. Also das ist, glaube ich, gerade eine ganz, sozusagen so eine, tatsächlich eine,
eine Vermischung von zwei Ebenen, weil, wofür wir uns einsetzen. Und das mit allem Recht, das sagt des Verfassungsgerichtes, ist, dass globale Abkommen umgesetzt werden, dass Klimaschutz gemacht wird, dass eine Energiewende kommt, dass eine Verkehrswende kommt. Das muss auch irgendwann auf einer individuellen Ebene stattfinden. Keiner von uns kann auf einen Bus umsteigen, der nicht fährt, weil die Buslinien nicht kommen. Keiner von uns kann kategorisch mal sagen, ja klar, ich verzichte auf mein Auto, wenn ich nicht irgendwie angebunden bin, wenn ich auf dem Land wohne. Was wir von der Regierung fordern, ist, dass sie die Infrastruktur bereitstellen, damit Menschen erst die Möglichkeit haben, umzusteigen. Und was dieses sozusagen Rumhacken auf junge Generationen betrifft, da denke ich manchmal, muss man sich vielleicht ehrlich machen, in was für eine Welt wir reinerzogen wurden. Natürlich bin ich als Jugendliche geflogen, weil mich in eine Welt hineinsozialisiert wurde von meinen Eltern, von meinem Umfeld, was gesagt hat, du musst die Welt kennenlernen, du musst Auslandserfahrung haben, du musst da rausgehen, sonst gut viel Erfolg mit deinem Lebenslauf. Und ich finde es ein bisschen zynisch, dass genau die Elterngeneration, die uns diese Welt aufgebaut hat und vor allem aufgefordert hat, uns diese Welt eigen zu machen, dann völlig erschrocken und erstaunt davor steht, wenn wir feststellen, dann machen wir das. Und vielmehr waren es wir ja auch junge Menschen, die dann gesagt haben, Leute, wir können damit auch mal Schluss machen. Wir können es auch mal anders machen. Sie haben ja gerade auch schon ein paar Umfragen erwähnt. Es ist aber auch, zeigen ja auch kürzliche Umfragen, dass viele sich auch Sorgen machen um die soziale Gerechtigkeit, ja, und sich auch Sorgen machen, dass das durch die Klimaschutzmaßnahmen jetzt aus dem Fenster geworfen wird, beziehungsweise nicht richtig beachtet wird. So. Ja, das ist eine ganz große Sorge, ja, von Menschen. Das ist sogar, dass diese soziale Gerechtigkeit eigentlich für viele ein wichtigere Thema ist als die Klimaschutzmaßnahmen. Ich würde mich dazu sehen. Ich glaube, einerseits müssen wir jetzt nicht Krisen von Menschen gegeneinander ausspielen. Also, dass Menschen Angst haben, dass ihre Ehe zerbricht, ist eine genauso valide Sorge wie die Angst vor der Klimakatastrophe. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht anfangen zu sagen, ui, es gibt aber mehr Menschen in Deutschland, die sich Sorgen um ihre Ehe machen, als um den Planeten. Das hat ja beides eine Berechtigung. Wir sehen in der Klimafrage natürlich, Stand jetzt, drohen wir, eine Klimapolitik zu erleben, die konzernfreundlich ist, die die Reichsten weiter privilegiert und die sozial Benachteiligte weiter benachteiligt. Und genau deshalb nennen wir uns ja Klimagerechtigkeitsbewegung, weil wir sagen, wenn Klimapolitik nicht sozial gerecht ist, wenn sie die Ärmsten nicht mitdenkt, die Benachteiligten nicht mitdenkt, die Minderheiten nicht mitdenkt, dann wird sie nicht nachhaltig sein können, weil sie schürt weiter Konflikte, sie bringt Menschen gegeneinander auf und sie schürt Ressentiments gegen Klimaschutz im Allgemeinen. Das heißt, wenn jetzt aber, also das heißt, wir stehen ein für eine sozial gerechte Klimapolitik. Einen Satz dazu aber noch. Was ich verlogen finde, ehrlicherweise, ist, wenn jetzt eine Regierung loszieht und sagt, wir können keinen Klimaschutz machen wegen der sozialen Gerechtigkeit. Da würde ich denken, Moment mal Leute, niemand hält euch davon ab, sozial gerechte Klimapolitik zu machen. Wer aber die sozialen Konflikte, die sozialen Missstände als Ausrede nimmt, sagt ja vor allem, wir sind zu faul, um gerechten Klimaschutz zu machen. Bei uns gibt es das nur ungerecht. Sieht ja jetzt so aus, dass das versprochene Klimageld jetzt erstmal nicht kommt, genau, zumindest nicht vor 2025. Das ist ja etwas, was eigentlich für auch sozialen Ausgleich sorgen sollte. Wie bewerten Sie das, wenn Sie sich da jetzt die Ampelkoalition anguckt, wie die da agiert? Ja, es ist eine Katastrophe. Wir sehen, es mangelt nicht an den Ideen, die gibt es, aber es mangelt an der Bereitschaft, sie umzusetzen. Und das ist natürlich eine komplette Absage an die großen Projekte, mit der diese Ampel gestartet ist. Und dahinter sehen wir ja eine Tendenz, die wir überhaupt in der ökologischen Politik der Ampel sehen. Große Reden, große Absichten, aber in dem Augenblick, in dem man sich mal wirklich einigen müsste, in dem man wirklich loslegen möchte, machen die ihr Kasper-Theater. Olaf Scholz weigert sich mal, ein Machtwort zu sprechen. Die Minister schlagen sich die Köpfe ein und Menschen verlieren immer mehr Vertrauen in die Arbeit der Regierung und damit eben auch Vertrauen in unsere Möglichkeiten, der Klimakrise was entgegenzusetzen. Und genau das ist übrigens der Grund, warum wir als Fridays for Future weiterhin gebraucht werden, weil wir genau dort sehen. Aber wo waren Sie denn in den letzten Wochen und Monaten, gerade als diese Heizungsgesetzdebatte so laut war? Genau, wir haben in den letzten Wochen und Monaten gerade dafür gekämpft, dass überhaupt irgendeine Art von Klimadiskurs jenseits von Protestformen stattfindet. Wir haben zuletzt für den Kohleausstieg gekämpft. Wir kämpfen Stand jetzt gerade wieder für den Kohleausstieg im Osten. Wir sind bei der ganz großen Frage von LNG-Terminals involviert. Und das heißt natürlich auch, jetzt gerade wo man sieht, Klimapolitik wird überall gemacht,
gibt es natürlich ganz viel, viel mehr Orte, wo wir aktiv sein müssen. Und Gott sei Dank sehen wir ja aber, dass es eine Bandbreite gibt an der ökologischen Öffentlichkeit, die sich die Themen ein bisschen aufteilen kann. Aber ich glaube, Sven Giegold, selber Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, hat das ja auch kritisiert, dass von der Umweltbewegung, die Umweltbewegungen im Allgemeinen doch relativ ruhig gewesen sind in dieser Debatte um Heizung, ums Heizungsgesetz. Ja, ich glaube, da kann man ein bisschen über Rollenverteilung mal sprechen. Also was wir sehen ist, es gab einen Gesetzesentwurf zum Heizungsgesetz, der hätte sozial gerechter sein müssen, der hätte durchdachter sein müssen. Das haben die Grünen nicht geleistet. Und ich finde dann diese Erwartungshaltung, dann springt die Klimabewegung aus der Ecke und stellt sich schützend vor ein unfertiges und unsauberes Gesetz. Aber sie machen das ja nicht für die Politik, sondern es wäre ja in ihrem Interesse gewesen. Es ist in unserem Interesse, dass die Gesetze gerechter sind. Und ich glaube, es ist nicht... Die Ampel muss ihren Kram klarkriegen und dass die Grünen sich nicht anders zu helfen wissen gegen die FDP, als dann der Klimabewegung die Schuld dafür zu geben, dass sie unfertige Gesetze nicht verteidigt hat. Da glaube ich, da würden wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Was aber klar ist, aber es müsste ja in ihrem eigenen Interesse sein, lauter zu werden. Es geht ja nicht darum, dass sie die Regierung verteidigen. Genau, aber in dem Augenblick, wo das Heizungsgesetz beschlossen wurde, haben wir uns zum Beispiel in Rügen zusammengetan mit Menschen vor Ort und haben gegen eine unerträgliche LNG-Pläne gekämpft oder waren im Osten, sind es bis heute noch, gerade mit Aktivistinnen aus dem Osten und kämpfen dort für einen Strukturwandel. Und ich glaube, es ist in Ordnung, dass wir Prioritäten setzen und von der Regierung erwarten, dass sie mal selbstständig ihre Gesetze durchkriegt, auf die sich ja formal schon alle geeinigt haben. Wenn man jetzt eben 5 Jahre Fridays for Future, wenn man sich das jetzt anguckt, die weltweiten, also die Emissionen steigen, jetzt dieses Klimaschutzgesetz, für das Sie ja sehr gekämpft haben, für die Verschärfung, da gibt es jetzt auch in Ihren Worten eine Verbesserung, dadurch die Aufweichung der Sektorenziele. Was haben Sie erreicht? Ja, ich glaube, es ist leicht, dass oder es ist leicht zu vergessen scheinbar, wo wir eigentlich gestartet sind. Also 2018, da gab es nicht eine richtige Art von Klimadiskurs. Da war jedes Öko-Thema, musste sich mühsam in irgendeine Zeitung reinkämpfen, bevor es auf Seite 27.000 mal so ein bisschen abgedruckt werden durfte. Es gab überhaupt kein Selbstverständnis darüber, dass wir mit der Klimakrise vor einem realen Problem standen. Und das ist tatsächlich, es ist nicht zu unterschätzen, dass wir es geschafft haben, dass wirklich in Räumen über das Klima gesprochen wird, wo kein Aktivist am Tisch sitzt. Und ich glaube aber viel mehr als das. Und dann haben wir für ein Klimaschutzgesetz gekämpft, einen Kohleausstieg, die kommunalen Transformationen und so weiter und so fort. Was in meinen Augen bedeutsamer ist als die Gesetze, für die wir gekämpft haben und die Veränderungen auf der infrastrukturellen Ebene, ist vielmehr das Lebensgefühl, dass wir Menschen in Deutschland und darüber hinaus, wir müssen nicht ohnmächtig vor diesen Krisen stehen. Wir können ihnen was entgegensetzen, was Schönes und mächtig und was Menschen freier und sicherer macht. Und das klingt banal, aber gerade in einer Zeit, in der Menschen immer mehr Vertrauen in Demokratien verlieren und auch immer mehr Angst haben vor den Krisen der Welt, ist das, glaube ich, ein riesengroßes Gut, was wir geschaffen haben, dass wir zusammen was anstoßen können, dass wir eine Regierung tatsächlich ins Handeln kriegen können, dass wir spürbare, materielle Veränderungen gemeinsam einfordern können. Und dass vor allem eine junge Generation, die so lange ignoriert wurde und die so lange übergangen wurde, da mitreden kann. Trotzdem, das hier war, glaube ich, 2019. Viele Menschen bekommen Sie jetzt im Moment nicht mehr auf die Straße. Und was für ein Glück. Wir müssen nicht mehr mit 1,5 Millionen Menschen auf der Straße stehen, damit ein GroKo-Kabinett einmal kurz Klimaschutz flüstert. Darüber sind wir hinaus. Die Rollen haben sich verschoben. Wir haben über die verschiedenen Gesetze gesprochen. Wir sind in der Umsetzungsphase angekommen. Und Gott sei Dank können wir als Bewegung viel mehr jetzt auch für Sachen sein. Wir müssen nicht mehr nur gegen die Kohle und gegen die LNGs und gegen die fossilen Profite sein, sondern wir können jetzt auch zusätzlich für eine Wärmewende sein und für Solaranlagen und für diese ganzen Sachen, von denen wir es brauchen. Und da geht es halt nicht mehr nur um eine einzelne Masse, sondern um viel mehr. Man könnte aber auch sagen, Sie schaffen es nicht mehr, die Leute so zu mobilisieren. Und der Fokus ist mittlerweile bei denen, die Klimakleber. Niemand bringt in Deutschland so viele Menschen auf die Straße bis heute wie wir. Und das ist, wir sind jedes Jahr, wir werden auch am 15. September wieder natürlich mit vielen Zehntausenden Menschen auf der Straße sein. Das machen wir seit 5 Jahren. Aber worum es mir geht, ist, dass wir einmal uns ehrlich machen, wo denn der Wandel passiert. Und wir brauchen immer wieder eine Sichtbarmachung von Mehrheiten. Das machen wir. Aber es ist viel komplizierter noch, als das. Trotzdem noch einmal. Es gibt ja nun diese Radikalisierung. Ja. Braucht es diese Radikalität der letzten Generation? Es brauchte sicherlich, und das glaube ich ist völlig fair zu sagen, es brauchte sicherlich
Nochmal eine Vervielfältigung von der Art und Weise, wie wir protestieren. Und wir als Fridays for Future, wir nehmen es sehr für uns, oder wir nehmen uns sehr der Aufgabe an, dass wir Mehrheiten sichtbar machen und dass wir für alle Generationen und vor allem sozusagen sehr inklusiv Menschen einladen, Allianzen zu bauen, dass wir eine vertrauensvolle Instanz sind. Und dass sozusagen diese Art von Proteste, die letzte Generation macht, das hätten wir gerade vor anderthalb Jahren nicht leisten können. Bewegung. Ich habe da meine Meinung, glaube ich, ein bisschen verändert, weil wir gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren, seit es diese Straßenblockaden gibt, ist der Effekt, auf den man gesetzt hatte, dass man es normalisiert, wie blockiert wird, dass es immer mehr Zustimmung gibt, der ist in gewisser Weise nicht so richtig eingetreten. Und wenn eine Klimabewegung so einen gesellschaftlichen Backlash produziert, ohne ihn aufzuheben, dann wird das einfach zu unserem Zusatzproblem. Und da, glaube ich, muss letzte Generation einfach sehr vorsichtig sein, wie man damit umgeht. Uns gibt es hier aber weiterhin. Und es ist völlig in Ordnung, dass Menschen die letzte Generation nicht so großartig finden. Sie können sich in einer anderen Klimabewegung einsetzen. Was mir immer noch lieber ist, ist, dass Menschen sich irgendwie einsetzen, als kritisierend am Seitenrand zu stehen und so zu tun, als sei das Klima nicht ihr Problem. Denn es geht ja nun mal alle was an und alle sind gebraucht. 5 Jahre Fridays for Future. Zum einen, wie geht's mit denen weiter, aber wie geht's für Sie persönlich auch weiter? In welcher Phase sind Sie jetzt? Ja, also wir als Bewegung, ich habe schon skizziert, und ich glaube, das kann man so sagen, wir haben mehr erreicht, als wir uns hätten ausmalen können. Und Gott sei Dank können wir jetzt andere Sachen machen als vor 5 Jahren. Wir müssen nicht mehr Fundamentalkonflikte austragen. Wir müssen nicht mehr mit 100.000 dafür sorgen, dass man einmal sich darauf einigt im Kabinett, Klimaschutz ist wichtig. Und wir können für eine Umsetzung eintreten und wie geht's diese Sachen machen. Wie geht es für Sie weiter? In welcher Phase sind Sie? Ich bin in der Phase, dass wir als Fridays for Future Bewegung feststellen, es braucht uns vielleicht auch ein bisschen mehr, als uns lieb ist, weil wir offensichtlich in der Umsetzung gerade komplett Holter die Polter vor und rein und raus in so einen kleinen Stillstandssituation reinrutschen. Und das ist, wo wir eine Bewegung reinbringen müssen. Sie und ich bin dort, ich sitze hier als Fridays for Future Aktivistin und ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern. Sie sind ja auch Mitglied bei den Grünen. Ja. Wenn Sie sich jetzt aber trotzdem das so anschauen, was Sie auch, Sie haben es ja gerade schon gesagt, was Sie erreicht haben, aber was auch nicht funktioniert hat, wäre es dann nicht eigentlich konsequenter, in die Politik wirklich zu gehen? Ehrlicherweise, ich habe manchmal das Gefühl, dahinter steckt so ein Bild einer Gesellschaft oder einer Bundesrepublik, das ich gar nicht so teilen würde. Für mich ist Demokratie Zivilgesellschaft und Politik. Und das heißt, dass man sich probiert, auf eine Augenhöhe zu begegnen. Und wenn immer die Menschen, die gerade irgendwie 3 Sätze gerade aussprechen können, aus der Zivilgesellschaft heraus, in die Politik reingehen, dann werden wir dort diese Macht nicht entfalten können. Und Stand jetzt haben wir als Bewegung sozusagen mehr erreicht, als ich glaube, ich hätte erreicht mit irgendeinem Mandat oder sonst was. Und sofern sich das nicht ändert, bin ich da sehr selbstbewusst, dass wir als Zivilgesellschaft uns weiter organisieren, dass wir dafür kämpfen, dass wir tatsächlich mal sozusagen die ganzen wichtigen Wenden und die schönen Dinge umsetzen. Und da bin ich sehr einverstanden mit. Das war's schon von uns. Vielen Dank, Luisa Neubauer. Das war das Social Life. 5 Jahre Fridays for Future.